wir machen es jetzt relativ kurz noch, vielleicht ganz 10 Minuten noch und einen Ausblick auf die aktuelle politische Situation. Was wird passieren die nächste Zeit? Das dann vielleicht auch diesen amerikanischen Einfluss, den potenziellen amerikanischen Einfluss der Präsidentschaftswahlen. Und bevor wir das machen, vielleicht ganz kurz noch, wie kommt es denn eigentlich, dass alle diese Parteien, denn wir sprachen ja von dieser linksideologischen Indoktrination, jetzt zunehmend alle auf dieser gleichen Richtung eingeschwenkt sind, ganz am Schluss eben auch die CDU. Denn Helmut Kohl hat ja schon 1981 eigentlich sehr richtig festgestellt, wir brauchen dringend die geistig-moralische Wende, meine Damen und Herren. Und diese geistig-moralische Wende wäre eigentlich genau das gewesen, die Bekämpfung des Einflusses dieser linken Ideologen. Hat nicht stattgefunden, war er zu feige, dagegen anzugehen und unter einer Frau Merkel. Und ich kann das gar nicht beurteilen. Natürlich waren es Koalitionsinteressen, opportunistische Gründe, warum sie die CDU, also sozusagen die Partei der Konservativen, so weit links nach links gebracht hat, um natürlich potenzielle Koalitionen schließen zu können. Aber im Grunde die Ideale der Konservativen dadurch auch vollkommen aufgegeben hat, um eben die CDU auch in den Großstädten, Metropolisierung und so weiter, mehrheitsfähig zu machen. Möglicherweise sind es aber auch andere politische Interessen der Frau Merkel, wenn man mal so bedenkt, dass sie natürlich total sozialistisch sozialisiert wurde, schon im Elternhaus und dann in dieser ganzen Struktur in Russland auch studiert und so weiter und so weiter. Wir sind in der Tat die einzige antithetische Partei in Deutschland, die dieser linken Ideologisierung aller Altparteien sozusagen entgegensteht. Deshalb werden wir auch so bekämpft. Und jetzt müssen wir es rumdrehen, strategisch. Wir müssen sie jetzt dazu zwingen, diese Beutegemeinschaft, die sie ja sind, auch zu exekutieren. Und Sie werden feststellen, in den Landtagswahlen, die noch bevorstehen und auch in der Bundestagswahl, Sie werden überhaupt nicht abschätzen können, welche Koalitionen gebildet werden. Weil die Grünen werden mit den Roten, mit den Gelben, mit den ganz Roten, mit den Schwarzen, das heißt, es bilden sich Koalitionen zusammen, die nur ein einziges Ziel eint, nämlich die Beute zu verteidigen. Und die Beute sind die Pfründe. Die politischen Pfründe, die Mandate, die Positionen etc. etc. Und wir wären total töricht, wenn wir Signale geben würden, dass wir in einem Zustand, in dem wir jetzt sind, als Alternative für Deutschland, und ich sage Ihnen strukturell, sind wir jetzt, nein, nach Umfragen sind wir bei 15%, 17%, aber strukturell sind wir bei 25, 27, 30%. Und wir wären völlig töricht, wenn wir heute Signale geben würden, ja, wir machen irgendetwas mit in der nächsten Zeit. Nein, wir müssen die Altparteien dazu zwingen, wechselweise Koalitionen einzugehen. Und ich bin gar nicht so sicher, ob diese einzelnen Legislaturen dann über die normalen Längen gehen, weil diese Beutegemeinschaften natürlich irgendwann im Laufe der Zeit und bei einer fundamentalen Opposition der AfD zerbrechen werden. Weil die Opportunitäten der einzelnen Beutegemeinschaftsmitglieder sozusagen entgegenstehen, um permanent Gemeinschaftsentscheidungen zu tragen, die eigentlich wechselweise die SPD an den Rand des Ruins oder die CDU an den Rand des Schicksals der Democrazia Cristiana bringt in Italien. Wir erinnern uns, Democrazia Cristiana war lange Jahrzehnte die Partei mit 40%, 45% in Italien, die sind heute unter 5%. Die Demokratia-Christianisierung der CDU steht unmittelbar bevor, glauben Sie es mir. Aber wir müssen sie sozusagen ihr böses Tun, was sie begonnen haben, noch ein Weilchen fortführen lassen. Das ist natürlich etwas grausam, weil natürlich die Verwüstungen des politischen Raums in dieser Zeit weiter zunehmen werden. Wie konnte es denn überhaupt so kommen, dass die CDU sich so entwickelt hat? Die CDU ist ja eigentlich die Plattform der Konservativen gewesen. Und jetzt sage ich Ihnen,
Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen den Bourgeois, den Bürger, der sich in der Wohlfühlhaut dieses Nanny-Staates noch ganz wohl fühlt, der als Konservativer ein Teil des gesellschaftlichen Systems ist. Der Konservative ist kein Revoluzer, sondern er sieht sich als Teil der Gesellschaft, als fungiblen Teil der Gesellschaft und nicht als politischen Menschen. Es ist ein Bourgeois im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir müssen diesen Bourgeois durch unsere Aktivitäten, durch Gespräche an den Ständen, durch Gespräche am Arbeitsplatz, durch Gespräche im Freundeskreis ertüchtigen, dass er vom Bourgeois transformiert wird zum Citoyen rousseauischer Prägung. Nämlich der am Gemeinsinn, am Gemeinschaftswerk der Gesellschaft entscheidenden Mitanteil nimmt und macht. Weil der jetzige Bourgeois, der jetzige Konservative, der lässt sich nur allzu gerne am Nasenring durch die Manege ziehen. Das heißt, er erkennt nicht, wenn die politische Führung, wie zum Beispiel die CDU, sukzessive ihre Positionen weg vom bürgerlichen Konservativen transformiert in eine sozialdemokratisierte, in eine sozialistisch orientierte Politik macht. Das ist unsere Aufgabe, diesen Menschen, unsere Kollegen, unsere Mitbürger sozusagen zu ertüchtigen. Wir müssen als nächsten Punkt den metapolitischen Raum erobern. Metapolitischer Raum, das ist der Raum, der über die Medien, die öffentliche Meinung und so weiter gebildet wird. Wir müssen Aufsätze, wir müssen Traktate, wir müssen philosophische Überlegungen in der Richtung, die wir hier vertreten, sozusagen versuchen, in die Medien zu bringen. Und ich sage Ihnen, dieser Drehpunkt, wo auch die Medien bereit sein werden, diese Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit, die durch die AfD geprägt ist, nachzuvollziehen, dieser Drehpunkt, dem kommen wir nahe. Auch wenn Sie das vielleicht im Einzelnen bei den Publikationen, die Sie so lesen, vielleicht noch nicht so sehen. Aber ich führe sehr viele Hintergrundgespräche mit Journalisten. Ich merke das. Das sind zwei Dinge. Einmal merken auch die, dass hier sehr viele Sachen kaputt gehen. Und zum Zweiten ist es die reine wirtschaftliche Not. Durch diesen Verlust an Leserschaften verlieren sie natürlich auch Abonnenten, beziehungsweise sie verlieren Werbegelder, die durch die Einschaltung, denn die haben was mit der Auflagenhöhe zu tun, sie verlieren Werbegelder. Und durch diese wirtschaftliche Pressionen, unter denen die stehen werden, wird hier auch ein Umschwenken sozusagen kommen. Wie erreichen wir das, den metapolitischen Raum zu besetzen? Indem wir sagen, welche Themen wir besetzen wollen. Wir lassen uns nicht vorschreiben, welche politischen Themen wir zu besetzen haben. Wir sprechen davon, dass wir Knabenbeschneidung ablehnen in unserem abendländisch-christlich aufgeklärten Kulturraum. Wir sagen davon, wir sprechen davon, dass wir Schächten nicht akzeptieren. Das heißt, wir nehmen die Themen, die da sind, und wir lassen uns nicht beeinflussen. Wir sprechen die Sprache, die wir sprechen wollen. Denn die Sprache ist die Physiognomie des Geistes. Wir sprechen so, wie wir sprechen wollen. Wir lassen uns durch politische Korrektness, Vorgaben, Deutungshoheit, Deutungsräume der Linken nicht abbringen, die Dinge so zu benennen, wie wir es tun. Insofern halte ich es für wenig zielführend, wenn in, bei einer Pegida-Demonstration die Frau Merkel beschimpft worden ist, vielleicht auch unflätig, uns davon zu distanzieren, von diesen Beschimpfungen. Das ist nicht richtig, weil die Beschimpfung ein elementarer Bestandteil demokratischer Rechte sind. Es steht nirgendwo in keinem Gesetz, im Grundgesetz, dass wir zwar demonstrieren dürfen, dass wir unsere Meinung äußern dürfen, aber es steht nirgendwo drin, dass wir nicht beschimpfen dürfen. Meine Damen und Herren, wenn uns Politiker mit dem Stinkefinger und als Pöbel und als Pack beschimpfen dürfen, dann darf der Bürger die etablierte Politik genauso beschimpfen. Wir müssen
die Provokation lieben, meine Damen und Herren. Wenn wir in Talkshows gehen, da habe ich manchmal so meine Mühe. Wir müssen nicht dem Bild entsprechen, wie die Talkshow-Gäste dort selektiert sind. Und wir sagen dann zwar ein bisschen kritische Sachen, wir müssen einen anderen Duktus, einen anderen Trieb haben. Wir sind nicht Bestandteil dieser Geschwätzpartys, meine Damen und Herren. Wir müssen diejenigen sein, die diese Art von Geschwätzpartys beenden. Beispielsweise, wenn eine Frau rot, Sie merken, das ist meine Lieblingsdarstellerin, wenn eine Frau rot in der Talkshow ist, dann würde ich die zwischendurch fragen, sagen Sie mal, Frau Roth, würden Sie denn heute immer noch, nachdem Sie Ihr ganzes Leben vom Bürger, vom Souverän bezahlt werden, immer noch hinter einem Transparent hinterherlaufen, wo Deutschland verrecke oder Deutschland du mieses Stück Scheiße draufsteht? Das würde ich mich einfach trauen in einer Talkshow. Da würde man anschließend natürlich eine negative Schlagzeile haben. Renner beschimpft Claudia, die Besorgte. Nein. Wir müssen das tun. Wir müssen aber auch innerparteilich aufhören, gegenseitig uns mit den gleichen Waffen wie unser politischer Gegner zu bekämpfen. Ganz wichtig. Wir dürfen nicht zu dem einen sagen, du bist so rechts, mit dir möchte ich nichts zu tun haben, weil wenn ich den anderen als Rechten, ganz Schlimmen, ganz Furchtbaren, ganz Extremen darstelle, dann exkulpiere ich mich ja und sage, das ist zu viel. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt jede Form von Rechtssein akzeptiere. Aber die innerparteiliche Zuschreibung solcher Sachverhalte, die nicht auf Wahrheit und auf Richtigkeit berufen, das müssen wir aufhören. Weil das sind genau die Methodiken, mit denen die Konservativen immer auseinandergebracht werden. Die Linken sind da ganz anders. Die sind da nach dem Spruch, die Freiheit des Andersdenkenden, der sowieso anders gemeint war, von, wie hieß die Tante? Rosa Luxemburg, genau, dankeschön, kam gerade nicht drauf. Die natürlich nicht meinen, die Freiheit des politisch ganz Andersdenkenden, sondern es nur innerhalb des linken Zirkels, wenn der ein bisschen anders dachte, okay, dann akzeptiert man das. Wir müssen genau diese Geschlossenheit der Linken auch in unserem Lager genauso exekutieren, weil nur so kommen wir ans Ziel. Denn sonst zerlegen wir als Konservative häufig genug in der Vergangenheit, zerlegen wir uns selbst. Wir müssen um die Köpfe kämpfen. Wir müssen junge Menschen für unsere Idee und für unsere politische Grundlage begeistern. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz diese politischen Implikationen, die durch diese Trump-Wahl kommt. In den deutschen Medien wird ja Trump als völlig chancenlos und als völlig Bekloppter und Irrer und so weiter dargestellt. Ich bin jetzt auch kein Trump-Fan. Der ist ein bisschen merkwürdig, schon allein mit seiner Frisur. Aber das könnte man von meiner auch sagen. Also von daher. Aber zum Beispiel so wie Sie, Frisur wie Sie, genau. Kein Problem, Entschuldigung. Aber ich, mein Prinzip, lieber einen guten Freund verlieren, als einen Witz nicht bringen. Okay. Wo waren wir gerade? Trump. Ich habe öfter schon mal bei diesen Veranstaltungen gesagt, für mich ist dieses Trump-Team eigentlich die AfD Amerikas. Der Vergleich hinkt. Möglicherweise hinkt der Vergleich sogar mit zwei Beinen. Kann sein. Aber für mich ist Trump genau der gleiche antithetische politische Parameter wie die AfD in Deutschland. Antithetisch. Er stellt sich in Opposition zum Establishment. Er bringt Grundgewissheiten in USA ins Wanken. Machen wir auch. Er thematisiert the working poor. Die amerikanische Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass die Hälfte der amerikanischen Gesellschaft wirklich in den Abgrund, in die Prekariatsliga schaut. Obwohl er einen Zweitjob oder sogar einen Drittjob hat.
Das ist nicht viel anders wie bei uns. Nur bei uns muss halt Männlein und Weiblein arbeiten und deshalb haben wir natürlich auch Problematiken, was die Familienentwicklung und so weiter angeht. Das ist nicht viel anders. Und das thematisiert Trump. Und ich sage Ihnen, wenn Trump das Clinton-Trampel, ist mir gerade eingefallen, besiegt, dann besiegt die antithetische politische Positionierung das Establishment. Und dann kommen auch in Deutschland, meine Damen und Herren, Grundgewissheiten, Indoktrinationen und Gewissheiten ins Wanken. Und dann wird der Punkt kommen, wo der metapolitische Raum, wo die Medien im metapolitischen Raum ins Nachdenken kommen und ins Reflektieren kommen, ob sie jetzt politische Dokumentation, politische Information und Bewertung nicht anders vornehmen müssen als vorher. Und dann werden wir einen Wahnsinnsschub machen. Da bin ich absolut davon überzeugt, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich bin jetzt am Schluss und jetzt sollten wir ein bisschen in die Debatte gehen, meine Damen und Herren. Einfach Hände hoch, wer was fragen will und ich versuche zu antworten. Das bestimmt nicht die Partei. Das ist genau das Problem. Ich war mal vor 3 Jahren im WDR in einer Talkshow 1:1, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, im WDR, 1:1, das war ein Redakteur und dann ich. Und da hat der Redakteur relativ schlecht ausgesehen, sage ich jetzt nicht, um mich zu loben, sondern er hat einfach schlecht ausgesehen. Seither wurde ich da nie mehr eingeladen. Das ist so. Das machen die Medien selbst. Die rufen den an, den sie haben wollen. Und meistens, ja, die rufen den an, den sie haben wollen. Dass das vielleicht nicht der Stärkste dann argumentativ sein muss. Und weil, gut, kann jeder selber beurteilen. Wobei man schon auch feststellen muss, meines Dafürhaltens, die Leute, die von der AfD in der Talkshows, in den letzten Talkshows so sehen, also ich hätte da jetzt nicht viel auszusetzen, wie sich da unsere Kameraden schlagen, finde ich. Sagen Sie das denen mal, ja. Ich habe 5 oder 6 Interviews, dreiviertel Stunde, mit dem WDR, Westpol, WDR, 3/4 Stunde. 6 Mal. Und da kommt jedes Mal nur 15 Sekunden, weil die restlichen 3/4 Stunde einfach nichts hergibt, um uns zu desavouieren, verstehen Sie? Um uns zu diffamieren. Jetzt könnte ich natürlich hergehen und ein bisschen was Dummes sagen, dann würden wir wahrscheinlich länger in den Sendungen sein. Aber es macht ja auch keinen Sinn. Ja, wie schaffen wir es denn als Partei, dass wir selbst Teil dieser Rollengesellschaft werden? Das ist eine ganz wichtige Frage, ja. Ja. Was sagen Sie? Wir haben ja noch keine Beute. Aber wir haben schon Beute, ja. Ja. Wichtige Frage und natürlich auch sauschwer zu beantworten. Also als intelligente Menschen, die wir ja sind, muss man davon ausgehen, dass eine neue Bewegung, eine neue Partei, die ja auch aus Menschen besteht, möglicherweise im Laufe ihrer Entwicklung zu ähnlichen Entwicklungen kommt wie andere. Das ist der erste Teil der Aussage. Der zweite Teil der Aussage ist, man muss am Anfang, bevor man in systemverändernden Prozessen ist, Festlegungen machen, dass bestimmte Dinge nicht eintreten. Ja, ich gebe ein paar Beispiele. Haben wir gemacht, auch in der Satzung. Wir haben zum Beispiel Mehrfachmandatierung an bestimmte Kriterien gebunden. Also wenn jemand einmal ein Mandat hat, ein zweites Mal ein Mandat, das dritte Mandat muss er mit deutlich höherer Mehrheit gewinnen, um weiterhin das Mandat zu haben. Das ist eine der Vorkehrungen meines Dafürhaltens. Der zweite Ansatz ist, da wird natürlich innerhalb der Partei extrem gestritten, wir dürfen nicht alles das machen, was die anderen Parteien machen. Stichwort Stiftung. Jeder sagt, wir wollen eigentlich die Parteistiftungen, Sie wissen, CDU kassiert und die SPD, CDU kassiert 125 Millionen Euro pro Jahr aus Staatssteuergeldern für die CDU-nahe Stiftung. SPD 10 Millionen weniger. Selbst die FDP, ja jetzt nicht mehr, weil sie ja nicht mehr beim Bundestag letztens realisiert hatten, ist deutlich weniger, aber die Grünen 70 Millionen, das ist schon relativ viel.
Wir sagen, politische Stiftungen, alimentiert über Staatssteuergelder, wollen wir nicht haben. Unterstreiche ich auch, möchte ich auch nicht haben. Aber jeder sagt, solange die Gelder zur Verfügung stehen, wäre es doch gut, wenn wir, bis wir es abgeschafft haben, von diesen Steuergeldern auch profitieren würden. Aber hier haben sie natürlich die Selbstfesselung eigentlich schon eingebaut. In dem Moment, wo wir sagen, solange wir es noch nicht abgeschafft haben, wir kassieren diese Steuergelder und dann haben wir die politischen Einfluss, dann werden wir es auch nicht mehr abschaffen, weil das sind einfach Korruptionselemente unseres Systems. Also darf man eigentlich solche Stiftungen nicht durchführen. Es gibt Streit, extremen Streit innerhalb der Partei. Ich sage Stiftungen no way. Dritter Ansatz, Direktdemokratie. Wenn wir direktdemokratische Prinzipien einführen und sozusagen das Volk zur letzten Instanz der Opposition machen, dann haben wir vieles, wenn wir das schaffen politisch, dann haben wir vieles von den Korruptionsmöglichkeiten des Systems entfernt. Weil nämlich das Volk als letzte Oppositionsinstanz alle Entscheidungen, die wir treffen innerhalb des politischen Systems, reversibel und wieder zurückgeführt werden kann. Unterstütze ich sehr. Also das sind schon Ansätze, die die anderen so ohne weiteres nicht haben. Ist die Frage beantwortet? Ich glaube schon. Ja. Aber ich denke, dass sich da diese Gruppierung, die ich gerade jetzt repräsentiert habe, möglicherweise durchsetzt. Aber das sind Kämpfe, innerparteiliche Kämpfe, in der Tat. Ich habe noch kein öffentliches Dement gehört, noch keinen Satz gehört, dass wir unser eigenes Ding drehen. Wer steuert dagegen? Ja, also ich denke, dass es schon noch die Mehrheitsentscheidung der Mitglieder momentan ist, dass es also völlig verheerend wäre, wenn wir zu früh in eine Koalition gingen. Ob man das gleich in jedem gleichen Maße auch auf die Länder ausdehnen muss, kann man absolut debattieren, wie im politischen Raum kann man alles debattieren. Ich habe ja vorher gesagt, wir müssen eigentlich dieses Spiel weitertreiben, dass wir die etablierten Parteien zu einer Demonstration ihrer Beuteabsicht als Beutegemeinschaft sozusagen treiben müssen. Wir machen fundamentale Opposition. Möglicherweise haben wir verkürzte Legislaturperioden. Wir lernen 2-3 Jahre lang, dass die Mechanik des Regierens, der Macht, das muss man auch gelernt haben, das kann man nicht so einfach aus der Handtasche oder aus der Hosentasche holen, um dann spätestens im übernächsten Wahlvorgängen als stärkste Kraft, und wir können nur in eine Koalition gehen, wenn wir stärkste Kraft sind, um dann mit den diversen, und das sage ich jetzt sehr gerne, abgewirtschafteten Altparteienfragmenten zusammen eine Koalition zu machen, aber zu unseren Bedingungen und zu unseren Konditionen. Ich kann noch nicht ganz genau erkennen, auf welcher Basis das fungiert. Ist das bei der AfD bekannt,
dass solche Tendenzen überregional, übereuropäisch da sind, die uns eigentlich fertig machen wollen. Also das ist natürlich eine Frage der Wahrnehmung historischer Prozesse. Ohne jetzt auf diese historischen Prozesse im Einzelnen einzugehen, und ein bisschen war ja auch drin in dem Vortrag von gerade. Die Frage schließt sich eigentlich an, und das ist eine der Kardinalfragen auch in der AfD: Sind wir putonophil oder amerikanophob oder andersrum, je nachdem. Ich gebe mal folgende Antwort. Aber wahrscheinlich, möglicherweise ist es jetzt nicht die Mehrheit hier, die das ähnlich sieht. Ich glaube, dass es wesentlich, und jetzt sind wir im Bereich der Sicherheits- und Außenpolitik, dass der wesentliche Ansatz für die AfD-Politik darin besteht, zum ersten Mal seit 30, 40, 50 Jahren herauszuarbeiten, was sind deutsche Interessen. Ich glaube, dass die Politik das in der Vergangenheit nie gemacht hat. Mir kommt im Grunde die deutsche Politik vor wie der Geist eines Vierjährigen im Körper eines voll ausgewachsenen, starken 24-Jährigen. Völlig Meschucke, Kleinkind, der immer an der Hand ihrer amerikanischen Nanny in die Außenwelt geführt werden will. Wir müssen also deutsche Interessen formulieren und sie im Zweifelsfall auch durchsetzen. Dazu braucht man aber Parameter. Wir müssen beispielsweise im Bereich der Sicherheitspolitik, auch Außenpolitik und Sicherheitspolitik, wieder einer unserer volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit angemessenen Verteidigung haben, Militär haben. Um im NATO-Bündnis, ich bin nicht ein Befürworter des Ausstiegs des NATO, aus dem NATO-Bündnis, sondern um mit unseren entsprechenden Stärkeverhältnissen in, auch und mit der NATO unsere politischen Interessen Deutschlands durchzusetzen. Und wenn man dann feststellt, dass man in eine Kontroverse kommt mit angloamerikanischen oder amerikanischen Interessen, ja, dann muss man es halt aushandeln. Ich unterstelle immer, dass auch die Amerikaner ihre Interessen vertreten dürfen, wie wir auch unsere Interessen vertreten sollen. Und ich sehe in unseren Interessen absolut den Schwerpunkt, dass wir mit Russland in einem gut nachbarschaftlichen, Handel und Wandel treibenden Verhältnis stehen sollten, trotz NATO-Mitgliedschaft und trotz Beibehaltung unserer angloamerikanischen oder transatlantischen Freundschaftsbündnisses, weil es nicht sein kann, dass diese Ukraine-Sanktionen die deutsche Wirtschaft innerhalb, seitdem sie Sanktionen gibt, 26% Umsatzdefizit für deutsche Unternehmungen mit Russland realisiert sind, aber die Amerikaner 38% Umsatzwachstum mit Russland haben. Das ist ein völliger idiotischer Vorgang. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und ich glaube, so ein bisschen nehme ich Ihnen dadurch so ein bisschen, sagen wir mal, die Bittersüßigkeit dessen, was Sie dargestellt haben, historisch. Ich bin der festen Überzeugung, dass die westliche Zivilisation, christlich, jüdisch, Aufklärung, diese kulturelle Grundlage einer Staatsverfassung und einer gesellschaftlichen Verfassung, eine absolut prioritäre neue geostrategische Herausforderung hat. Eine alte, neue geostrategische Herausforderung. Nämlich das Bekämpfen des offensiven, aggressiven Islamismus weltweit. Und da sind die Interessen aller europäischen Staaten, der russischen Staaten oder der russischen, des Russlands, und auch der asiatischen, inklusive der chinesischen Interessen, gleichgeschaltet. Und dafür brauchen wir NATO. Und ich schließe nicht aus, dass diese offensive, militärische, aggressive Form der Inbesitznahme und der Zerstörung der westlichen Kulturen, der abendländischen Kulturen, militärisch entwickelt werden muss. Brauchen wir eigentlich jetzt noch nicht so richtig zu debattieren, aber das ist meine feste Überzeugung, dass das die geostrategische Herausforderung ist.
Ja, eindeutig. Ich glaube schon, dass man das sagen kann. Also ich erscheine ja jetzt auch nicht gerade wie ein totaler Dilettant diesen Fragen gegenüber. Und das debattieren wir natürlich auch. Es ist natürlich immer eine Frage, wie stark will man jetzt, sagen wir mal, die Problemsituation und wie stark will man in die Hintergründe einsteigen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, die Frau Merkel hat 2009 ein Video, da gibt es ein Video auf dem Kirchentag in Bremen, gesagt, wer die neue Weltordnung, denn das implizieren Sie ja mit dem, was Sie darstellen, wer die neue Weltordnung haben möchte, kommt nicht umhin, Souveränitätsrechte abzugeben, hat sie gesagt. An wen sollen denn diese Souveränitätsrechte abgegeben werden? Wer ist denn dann der Souveränitätsrechteempfänger? Und wie soll das überhaupt funktionieren? So wie beim Euro damals, dass das einfach ein Dekret ist? Oder ist das etwas, was wir als Populus, als Volk sozusagen mitentscheiden dürfen? Sie merken, man kann, wenn man solche Debatten dann diskutiert, kommt man relativ schnell in ein Dickicht, in dem man nicht sein muss, weil man diese Dinge auch so debattieren kann. Sie haben es verstanden, was ich meine? Jetzt kommt die Souveränitätsfrage. Ja, kommt auch immer bei diesen Veranstaltungen. Ist ja nichts Schlimmes. Ich sage immer, wen interessiert das? Das interessiert Spezialisten. Das ist auch vielleicht ein juristisches Thema. Deutsche Interessen formulieren, durchsetzen, wenn die Amerikaner das nicht passt, besetzen die uns dann wieder? Spätestens dann, wenn sie das tun, bin ich mit ihnen einig, jetzt müssen wir über Souveränität debattieren. Vorher nicht, warum auch? Wir setzen unsere Interessen durch. Wir müssen den Ansatz finden, dass wir deutsche Systematiken und deutsche Geistespotenziale in diese Prozesse der Globalisierung und der Internationalisierung mit einspeisen. Verstehen Sie? Tun wir nicht seit 30, 40 Jahren. Sind da die Amis schuld, weil wir es nicht tun? Es ist die deutsche Politik. Voilà. Stimmt's? Hä? Aber ja, aber das werden wir tun müssen. Wir können die Globalisierung nicht zurückdrängen. Aber wir können in diese Prozesse es nicht überlassen, dass da nur angloamerikanische Prinzipien zum Tragen kommen. Wir müssen deutsche Geistesleistungen mit einspeisen. Wie zum Beispiel so etwas wie soziale Marktwirtschaft. Und wir sind so Meschucke. Wir zerstören selber unsere soziale Marktwirtschaft. Und die asiatischen Staaten haben das als eine wirkliche Menschheitsleistung gesehen, wie soziale Marktwirtschaft funktionieren kann. Und ein Land aus unterster Depression und unterster Zerrüttung wieder nach oben bringen kann, meine Damen und Herren. Und wir sind so doof. Aber das ist die Politik. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass das ein überbordender Nationalstolz wäre. Wir werden doch kein bisschen andere ab. Ich habe eine italienische Schwiegertochter. Ich habe von allen Nationen Freunde. Wir werden niemand andere Nationen ab. Aber wir müssen uns selbst vergewissern, welche Geistesleistungen die Deutschen entwickelt haben. Und die wollen wir wiederbeleben. Meldet sich niemand mehr? Ja, gerne. Ich habe eine Frage, ich habe das Gefühl, hier wird ein Schritt vor dem anderen gemacht. Ich bin der Überzeugung, ich bin kein Parteimitglied, gar nichts. Ich bin also, wenn Sie so wollen, vollkommen neutral. Aber mich hat es gestört, dass in dieser Partei, in dieser relativ jungen Partei, doch Flügelkämpfe, Machtkämpfe ausgewogen wird. Das spricht der Gründer von der AfD ja überhaupt nicht mehr anwesend ist, oder der hat eine neue Partei gegründet. Ja. Der war aber jetzt auch schon wieder Kämpfe gegen die neue Partei.
Parteivorsitzender. Und ich bin der Überzeugung, wenn man diese Zielsetzung, die ich generell für richtig finde, die Sie sagen, durchsetzen will in die breite Masse des Volkes, sprich eine Stimme mir kriegen wird, muss ich das unterlassen. Ja, okay. Ich muss das unterlassen, weil die Mehrheit der Bevölkerung gegen diese Flügelkämpfe innerhalb einer Partei, gerade bei der Jugendpartei, bei alteingesetzten Parteien dagegen und bei Jugendherbstrecken dagegen. Und nur dann, wenn ich da eine Festigkeit drin habe, werde ich denn diese Zielsetzung auch durchsetzen. Ganz klar, Argumentum retorsio. Genau das gleiche Argument umgedreht, will ich jetzt bringen. Gerade weil wir eine junge Partei sind und gerade weil wir antithetisch sind, müssen diese Auseinandersetzungen sein. Weil Sie sagen, Lucke Gründer. Lucke hat den gleichen Rang wie ich. Ich bin auch Gründer der AfD. 16 Leute waren Gründer der AfD. Und Lucke, als einer der ersten Sprecher der AfD, hatte Denkverbote und Diskursverbote für bestimmte Themen erlassen, aufgrund angemaßter Autorität. Beispielsweise Islamisierung war ein Thema, worüber nicht geredet werden durfte. Wir müssen mal bedenken, es war ja nicht nur der Lucke, auch ein Stuhl von der Petri wurde ja schon. Da wird nicht gesägt. Wieso? Es wird nicht gesägt. Es wird eine Debatte geführt. Das, was in anderen Parteien nicht mehr stattfindet. Das, was wir heute hier gemacht haben. Ich habe viele CDUler und SPDler und FDPler auch bei diesen Veranstaltungen schon erlebt. Die sagen, in 20 Jahren haben sie es nicht erlebt, dass solche politischen Vorträge, solche politischen Auseinandersetzungen wie das, was wir heute machen, überhaupt jemals in der CDU, SPD oder FDP gemacht worden ist. Verstehen Sie, es ist geradezu ein Zeichen für Demokratie innerhalb einer solchen neuen Partei, weil wir die neue Demokratie in Deutschland etablieren wollen. Und dann können wir doch nicht Diskursverbot in der eigenen Partei erlassen. Nicht durcheinander, weißt du? So, jetzt kommt erst noch mal er. Das ist gar nicht schlimm. Wir sind so. Wir debattieren. Verstehen Sie? Wer will sie denn absetzen? Wo gibt es denn sowas? Also es ist nicht, dieser Sachverhalt gibt es nicht. Es gibt durchaus kritische Bemerkungen zu bestimmten Bemerkungen, die zum Beispiel eine Führungsperson in der... Ja, das ist, ich finde das legitim. Wir wollen doch keine Führerpartei. Nein, nein. Doch, doch. Wenn ich hier die Alternative für Deutschland, jetzt wird gleich der ganze Saal lachen. No. Na, Sie haben völlig recht, ja. Sie haben völlig recht, ja. Ja, ja. Ja, genau. 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 Ich bin aber auch der Meinung, dass die Demokratie
Also insofern, das müssen wir schon dann im Hinterkopf behalten, dass das Prozente kostet. Also ich wüsste nicht, was das jetzt gewesen sein könnte. Es gab Differenzen, eigentlich die nur eine Differenz, die sehr deutlich auch medial bearbeitet wurde. Das war diese Auseinandersetzung in Stuttgart, wo die Fraktion sich zerlegt hat. Und dann gab es unterschiedliche Auffassungen, wie man dieses Problem, was in der Tat ein Problem ist, da gebe ich Ihnen recht, wie man das löst. Und jetzt haben wir ja zwei Vorsitzende, also Meuthen und Frau Petri. Und jeder hat versucht, es zu lösen. Das ist nach außen hin als unterschiedliche Form der Lösung wahrgenommen worden. Und dadurch wurde ein Streit impliziert oder dargestellt. Mittlerweile ist es so, diese Zerwürfnis in Stuttgart, ich bin mit denen sehr stark in Berührung, dieses Zerwürfnis wird überwunden sein, also die Fraktion wird wieder zusammengehen und die Debatte, die innerparteilich und dadurch natürlich auch nach außen in die Öffentlichkeit geht, zwischen Petri, Frau Petri und Herr Meuthen, das ist auch im Grunde behoben. Natürlich, das Prinzip zweier oder dreier Sprecher, Vorsitzender führt, kann dazu führen, dass zwei, drei unterschiedliche Meinungen da sind und je nachdem, wer ein bisschen die stärkere Offensivkraft hat, der wird sich ein bisschen besser und schneller draußen durchsetzen als der andere. Aber ich halte das für ein Positivum innerhalb der Partei als für ein Negativum. Natürlich muss man das Gesamtwohl der Partei immer irgendwo im Auge behalten, aber das tun wir ja auch. Was jetzt gemeint ist, die Sichtweise des einfachen Deutschen, der manche Dinge nicht so einordnen kann, was da abläuft, nach seinem alten Verständnis, ja. Aha, die sind sich nicht einig. Ja. So, das meinen Sie, glaube ich. Das ist die Frage. Das ist vielleicht das Anliegen, dass man die Dinge, wie sie da behandelt werden, so macht, dass es jedem. Ja, völlig klar. Aber es, schauen Sie, völlig klar, verstehe ich, aber. Wir müssen doch überhaupt erstmal die Genese entwickeln, dass der Deutsche einen Widerstand entwickelt gegen das, was momentan politisch von den etablierten Parteien gemacht wird. Widerstand. Mit anderen Worten, Widerstand ist, ich bin anderer Meinung. Und dass das Alter auch in der AfD natürlich dieses Prinzip dann zum Tragen kommt, das ist doch systemgenetisch oder parteigenetisch einfach ganz normal. Wir müssen die deutsche Bevölkerung davon überzeugen, dass es richtig wäre, nicht alles zu glauben, was die Medien bringen und was die etablierten Parteien erzählen, sondern dass das alles grundverkehrt ist. Wir müssen ihn sozusagen ermächtigen und ertüchtigen, überhaupt in eine Oppositionsrolle zu kommen. Und das kann man nur durch Provokation von Streit. Und diese Provokation von Streit passiert natürlich auch innerhalb der Partei. Wenn man gescheit ist, beschimpft man sich dann nicht vor laufenden Kameras, sondern macht das innerhalb eines geschlossenen Raumes. Aber das machen wir ja auch. Das machen wir ja auch innerhalb des geschlossenen Raumes. Voilà. Genau. So ist es. Wir folgen dir nach. So, da haben wir ja gewisse Denkschema da. Und wenn die Alten, die gar kein Verständnis haben von Politik, ihre Stimme abgeben und dann die alten Etablierten, die schönen Gesichter nur wählen, dann denke ich, sollte man irgendwo da auch das in das Kalkül mit einbeziehen, wie kann man die mit anderen Mitteln auch erreichen, dass die das verstehen, was da abläuft. Die haben ja deshalb, da fehlt das Verständnis dafür, dass man sich so auseinandersetzt. Die kennen das ja gar nicht. Deshalb muss man's zelebrieren und darbieten. Und dann werden sie das schon dann realisieren. Jetzt kommt erst der Guido. Also ich denke mal so, auf Ihre Frage mal zurückzukommen. Ich muss da immer an eine Partei denken, die mir persönlich äußerst fast ist, nämlich an die Grünen. Die da gab es Kindes und Reales. Dieser Kampf, der dauert eigentlich noch an, hat sich aber ziemlich marginalisiert. Und dadurch, durch diesen Kampf, Fundis gegen Reales, das sind bei uns, sag ich mal, die etwas nationalkonservativeren und die etwas gemäßigteren, ja, wobei alle völlig im demokratischen Spektrum verortet sind. Ja, das ist der gleiche Flügelkampf, den es bei den Grünen gegeben hat. Die Grünen haben sich dadurch nicht zerlegt, weil damals die Zeit da gewesen ist und reif gewesen ist für diese Politik, die im Endeffekt völlig
Wir sind sicher, wir sind inzwischen so weit in der Partei. Wir werden dadurch mal das eine oder andere Mal 2-3% verlieren und die gewinnen wir auch wieder. Man hat es bei Google gesehen. Die Leute sind auch durchs Internet informiert. Die Leute sind nicht mehr so schusselig wie früher oder wir hatten nur ARD und ZDF, die Fernseher mit 3 Knöpfen, ja, da hat man nicht viel rausbekommen. Die Leute sehen schon, die ARD, die Führungspersonen auch setzen sich in diesem politischen Konsens auseinander. Ja. Und wenn es nun mal dazu führt, dass man halt ein bisschen weniger Prozent hat, danach geht man aber gestärkt daraus hervor. Das war das gleiche bei Lucke, der diese Denk- und Redeverbote erlassen hat. So, wir haben was bei den Grünen gehabt, da war der Peter Schmackelli damals mit ihrem Kommando. Ja? Auch da, die gehörten Flügel an, andere gehörten Flügel an. Es ist ja nicht ein Personenfest zu machen, es ist der Gesamtdissens der Partei. Und ich denke, das werden auch alle Leute merken, spüren und können sich auch informieren. Man sieht, wir haben uns bei Lucke nicht zerlegt. Wir werden uns, egal was kommt, Nein, nicht jetzt, weil sonst kommen die anderen gar nicht mehr dran. Jetzt kommt der Herr Lukassen. Wir werden ja als Partei so gerne in die rechte Ecke gestellt. Das ist ja eine Methode, die auch teilweise funktioniert. Wenn wir als Einheitspartei auftreten wollen, das heißt, wenn wir vielleicht doktrinistisch von oben in eine bestimmte Linie gezwungen werden, dann würden wir ja denjenigen, die uns gerne in die rechte Ecke stellen, den würden wir ja Vorschub leisten. Mhm. Das wollen wir nicht. Wir sind pluralistisch und wir sind eine offene Partei und da wird auch ein Diskurs raus. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, wir haben einen Rückkehr. Ich sehe nicht, dass wir im Vergleich zu den Grünen. Ja, den Diskurs haben wir. Und noch etwas anderes dazu ergänzend, als junge Partei, richtig, als junge Partei erbringen viele Menschen jetzt, die Mitglieder sind oder Förderer sind, viel, viel Zeit für diese Arbeit in der Partei. Herr Renner ist ja das wirklich lebende Beispiel hier, aber auch viele andere Menschen. Die kommen natürlich mit ihrem gesamten Enthusiasmus in diese Partei hinein und die wollen natürlich auch gerne ihren Enthusiasmus umgesetzt sehen. So, und da sind sie natürlich nicht immer in einer Linie. So ist es. Ich kann es nur sagen, als Parteimitglied, da ich das schon einige Zeit erleben darf, ich empfinde das als erfrischend. Und den gesamten Prozess, den diese Partei nimmt, ich gehe mal gegen die Political Correctness und sage, die die Bewegung nimmt, der wird damit nicht aufgehalten werden. Super, genauso. Genauso. Ich gehe sogar noch ein Stück weiter. Wir sind jetzt so an die 24.000 Mitglieder. Und ich habe, als die Satzung damals entwickelt worden ist, innerhalb dieser Kommissionen, die das gemacht haben, den Standpunkt vertreten. Selbst die allereinzigste Person, die eine totale Minderheitenmeinung, nämlich seine eigene, hat, im Verhältnis zu 23.000, muss die demokratischen Rechte und Möglichkeiten haben, diese seine eigene Minderheitsposition gegenüber 23.000 Mitglieder oder 24.000 Mitglieder durch Mehrheitsbildung zur Mehrheitsmeinung zu machen. Die allereinzigste Meinung, verstehen Sie? Das ist Demokratie. Und das sehen wir so weit weg, auch im demokratietheoretischen Verständnis gegenüber allen anderen Parteien, dass das etwas sehr Ermutigendes ist. Und natürlich ist das Stress, also manchmal könntest du auch einem einen scheuern, weil der so Mischucke ist, aber das ist halt so. Wunderbar. Jetzt hör mal auf und ich sage, ich scheuern einem. Blöd, ja. Blöder letzter Satz. Vielleicht der Herr noch und dann. Aber das Signal hast du. Ja, das Signal habe ich, ja. Absolut nicht. Nein, absolut. Voilà. Zweite Bemerkung noch zu dem Streit innerhalb der Partei. Da hatten Sie ja gesagt, die Grünen haben es überlebt. Das ist wohl richtig. Ich sehe da schon den Zielkonflikt, der ist ja eben hier auch diskutiert worden. Ich höre aber im Bekanntenkreis auch oftmals, der AfD geht es genauso wie den Piraten. Denn die haben es nicht überlebt. Die werden sich selbst zerlegen. Also, da muss man mal gucken, was da rauskommt. Aber ich wollte mal sagen, es gibt auch andere. Die Grünen haben es überlebt. Absolut. Okay. So. Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr, weil ich fand, das war eine sehr interessante Veranstaltung hier. Und auch, man merkt ja auch so die...
Entschuldigung, das Mitgehen und das Reflektieren. Wir haben ja über schwerwiegende und schwierige Themen auch gesprochen. Ich danke Ihnen sehr auch für die Diskussion. Darf mich bedanken für die Einladung.